So, Aufgabe 1.3. Sehen wir uns mal den Text und die Abbildung an. Bei einer Gasphasenhydrierung eines flüssigen Edukt A zu einem flüssigen Produkt B wird ein Gasstrom von 100 kmol pro Stunde in eine Anlage eingespeist. Der besteht also zu 98 mol Prozent aus Wasserstoff, zu 2 mol Prozent aus Stickstoff. Aus dem Gas am Austritt des Reaktors werden die in der Dampfphase befindlichen Mengen an A und B auskondensiert und das Gas zum Reaktoreintritt zurückgeführt. So, das heißt natürlich, A und B werden auskondensiert, also alles A, was reingeht und das entstandene B verschwinden durch die Flüssigphase, allerdings geht da natürlich jetzt kein Wasserstoff und kein Stickstoff raus. Der Wasserstoff wird durch die Reaktion verbraucht, der Stickstoff nicht. So, das heißt, wenn wir da jetzt nicht was ausschleusen, haben wir nach einiger Zeit nur noch Stickstoff in dem System. Welcher Stoffstrom muss aus der Anlage ausgeschleust werden, um den Molanteil von Stickstoff im Kreislaufgas auf 20% einzustellen? Berechnen Sie den Wasserstoffverlust durch die Ausschleusung. Na, hier ist zum Glück schon mal eine Zeichnung, die hätten wir aber auch so ansatzweise aus dem Text selber machen können. Hier ist der Eingangsstrom, ja, Wasserstoff mit dem Stickstoff drin. Hier ist das flüssige A, üblicherweise erstmal ein Wärmetauscher, das wird verdampft, geht in den Hydrierreaktor, danach kommt ein sogenannter Flash, kann man mal googeln, da wird also der Strom in die beiden Phasen zerlegt, A und B gehen flüssig raus und hier geht der Kreislaufstrom und da steht jetzt schon, der soll 80 mol Prozent Wasserstoff und 20 mol Prozent Stickstoff haben, nicht mehr, nicht weniger. Ja, wir können das relativ vereinfachen. Wir brauchen uns die Interne eigentlich gar nicht anzusehen und könnten jetzt so eine Bilanzlinie, ne, hier einmal drum herum legen. Hier geht ein Strom rein und interessiert eigentlich auch nur der Stickstoff. Was kommt da rein? Das ist Endpunkt N2 sind 0,02, also 2 Mol Prozent mal 100 Kilomol pro Stunde. Das sind also 2 Kilomol pro Stunde. Jetzt kommt hier eine Ausschleusung raus, da geht ja kein Stickstoff raus, da kommt kein Stickstoff rein und hier sind das 20 Mol Prozent Stickstoff. Wie groß muss der Strom sein, damit diese 20% die 2 Kilomol sind? Das ist relativ leicht. Wir haben da einen Endpunkt von 10 Kilomol pro Stunde. Dann ist Endpunkt N2 gleich 0,2 mal 10 Kilomol pro Stunde und das sind die 2 Kilomol pro Stunde, die da vorne auch reingehen. Gut, jetzt wird noch gefragt, wie viel Wasserstoff wir verlieren. Das ist einfach, denn wir haben hier einen Strom von 10 Kilomol pro Stunde, der rausgeht, der besteht zu 80% aus Wasserstoff. Also in der Ausschleusung haben wir einen Molenstrom an H2 von 0,8 mal 10, also 8 Kilomol pro Stunde. Ja, das war's.